Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Achon. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Sie sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Wow. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh mein Gott! Artyom! Was ist das? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss Tinnitus. Vor. Scheiße. Einfach. Leute, aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist... Einfach fahren. Einfach atmen. Ah, oh Gott, ah, knallt sie ab. Ihr schießt, ich bediene den Hebel. Wach auf, sonst geht er ab. Ich hab gar nicht realisiert, dass ich X drücken muss. Zum Teufel, geht dir vor. Kacke. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Ah, oh Gott, ah, knallt sie ab. Ihr schießt, ich bediene den Hebel. Wach auf, sonst geht's. Doppelläufig, sag das doch. Ja, dann gib noch mal Hackengas. Oh, Gott.
Komm. Doch mal. Erlebt! Komm hierher! Schnell! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lass uns ihnen den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu. Ja, auch eine gemütliche Fahrt, würde ich mal sagen. Der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf uns. Der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom. Auf dich. Wodka aus der Tasse. Ohne dich, Achom, wären wir die Kohl zerfetzt worden. Du hättest deinen Orden verdient. Nimm das. Auf deine Gesundheit. Atjom, auf dich! Atjom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Ob dieser Pilz Wodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Atjom. Auf dich! Der Wodka haut rein. Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mir zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefallen. Danke, Junge. Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen. Aber unser Freund Artyom. Nein, ich will. Och, Mann. Ha, freihändig. Und dann noch mal neu. Auf mich. Habt ihr noch irgendwo Munition rumliegen? Ich hab meine Rechte. Lass mich aus der Station raus. Was interessiert dich überhaupt? Sind Sie Atjom? An der schwarzen Straße. Eine Patrone führe ich Sie dahin. Okay, arbeiten, gut, Junge. Dann suchen Sie ihn doch selbst. Und Sie sind wirklich geizig. Und geh arbeiten, Mann. Fick dich. Fick dich! Arschloch, Junge, ich verprügle deinen Vater, du. Hi. Kann ich da rein? Was war das, Geizhals? Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Und Sie sind wirklich geizig. Ja. Junge, geh doch mal im. Halt doch mal dein Maul. Meine Frisse, schwarze Straße ist die. Läufst du einfach durch. Ich ertrage es nicht mehr. Geh arbeiten.
Munition, Munition. Nichts. Mein Gott. Nichts. Komm, Junge, zeig mir den Scheißweg. Hi. 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 Oh. Was ich hier durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst. Leute, mit denen ich da war, auch nicht. Sie glaubten nicht an Gott. Also hat Gott die Liebe von dieser Verfluchten. Och man, was muss ich denn wo? Oh. Irgendwas mit schwarze Straße. Ich muss, glaube ich, nach unten durchlaufen. Gehen wir mal hier, gehen wir mal da in die Mitte. Komm her, du bist halt jung, richtig? Setz dich. Ja, lass mich erstmal meine Munition nehmen. Das Buch klauen. So. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich ausrüsten musst. Hab ich ja gesagt? Bist du bereit? Mach es kurz. Jo, dann tun wir uns erstmal ausrüsten, ne? Shop, Shop, Shop. Da haben wir doch einen. Dann fragen Sie mich. Sander, warte, beste Waffen von dem Schmiedemeister. Was soll man denn? Was ist denn das? Sie wollen. Oh, warte. Na, halt doch mal dein Maul. Eintauschen. Wie auch immer. Patronentausch.